Und außenpolitisch hätte doch Deutschland sagen können, da wir Osten und Westen vereinigen, gehen wir nicht mehr den Weg der Blockzugehörigkeit, sondern wir werden zu einem Hauptvermittler bei allen Konflikten. Wir versuchen, die Konflikte zu verhindern und wenn das nicht gelingt, sie auszugleichen. Einen Weg zu finden, wie Länder und auch Bürgerinnen und Bürger innerhalb eines Landes wieder zum Frieden zurückfinden. Das fände ich ganz wichtig, hat man aber nicht gemacht. Und die neutralen Staaten, die früher diese Rolle gespielt haben, also Schweden, Finnland, die spielen sie nicht mehr. Das ist eine große Ausnahme. Für die ist der Kalte Krieg auch vorbei. Sie sehen gar nicht mehr ein, dass sie diese Vermittlerrolle spielen sollen. Deshalb haben wir viel zu wenig Vermittler.